Ahornsirup, Dattelsirup, Reissirup, Agavendicksaft. Sie alle versprechen eins, eine gesündere Süße als Industriezucker. Aber wie unterscheiden sich die Sirupsorten? Was steckt wirklich drin und vor allem, wie setzt man sie in der Küche richtig ein? Wir fragen nach bei jemandem, der es wissen muss. Koch Heiko Schulz. Er sagt uns, prinzipiell gilt, alle Sorten können überall dort verwendet werden, wo auch normaler Haushaltszucker zum Einsatz kommt. Die haben aber alle verschiedene Eigenschaften, die zu bestimmten Rezepten passen. Und das zeige ich euch jetzt. Los geht es mit Ahornsirup, dem flüssigen Gold aus Kanada. Und das kann man bei uns im Discounter oder in der Drogerie kaufen für knapp 20 Euro pro Liter. Ein stolzer Preis im Vergleich zu normalem Zucker. Der kostet gerade mal ein Zehntel davon. Im Gegensatz zu Zucker bekommt man beim Sirup allerdings gesunde Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und ein Drittel weniger Kalorien. Ich zeige euch jetzt den perfekten Pancake. Ohne Zucker mit Ahornsirup. Dazu brauchen wir 5 Eier, 500 Milliliter Milch und 500 Gramm Mehl für die Grundmasse. Heikos Tipp, einen Schuss Ahornsirup direkt mit in den Teig geben. Qualitätsstufe A bedeutet hier helle Farbe und milder Geschmack. Wer es kräftiger mag, greift zu den Stufen B bis D. Und dann heißt es warten. Es gibt den Mythos, dass wenn Bläschen aufsteigen, dass der Pancake von einer Seite fertig ist. Das stimmt aber nicht, weil erst wenn keine Bläschen mehr kommen, wenn der Pancake unten zu ist, dann kann man ihn drehen. Und was kommt auf die fertigen Pancakes drauf? Klar, noch mehr Ahornsirup. Mega lecker. Weiter geht es zum Agavendicksaft bzw. Agavensirup. Beide Namen bezeichnen dasselbe Produkt. Diese Zuckeralternative wird aus der mexikanischen Agavenpflanze gewonnen. Einen Liter gibt es für ca. 7 Euro. Mit dem Agavendicksaft pimpen wir jetzt einen grünen, gesunden Smoothie. Der Agavendicksaft hat einen geringen Eingeschmack, dafür aber eine hohe Süßkraft. In der Küche ist er deshalb fast überall einsetzbar. In unseren Smoothie kommt der Saft von 2 Äpfeln, dann eine Kiwi, eine Avocado, 50 Gramm Babyspinat und ein Schuss Sirup. Aber Achtung, um die Süße von 100 Gramm Zucker zu erreichen, braucht es nur 75 Gramm Agavendicksaft. Hier also lieber vorsichtig dosieren. Durch die Säure vom Apfel und die Süße von dem Agavendicksaft, das harmoniert miteinander. Und es schmeckt richtig gut. Allerdings, viel gesünder als Haushaltszucker ist der Agavendicksaft aufgrund seiner geringen Nährstoffdichte und des hohen Fructosegehalts nicht. Für wen Fructose ein No-Go ist, der ist hier genau richtig, beim Reissirup. Das beliebte Süßungsmittel aus Japan ist nicht nur verträglich bei Fructose- und Histaminintoleranz, es ist außerdem glutenfrei, laktosefrei und vegan. Reissirup schmeckt mild süß und hat ein leicht nussiges Aroma. Wir haben es für ca. 11 Euro pro Liter eingekauft. Gekocht wird damit heute ein exotisches Mango-Chili-Chutney. Dafür müssen wir zuerst eine Mango in kleine Würfel schneiden. Eine reife Mango erkennt man anhand der Druckstellen. Wenn man reindrückt und die Druckstelle bleibt, ist die Mango reif. Wenn sie wieder rauskommt, ist die Mango zu hart und man kann die noch nicht verwenden. Zur Mango kommen etwas Salz und eine Chilischote. Dann geht es ab in die Pfanne. Nachdem die Mangostücke etwas karamellisiert sind, kommt der Reissirup dazu. Dann nur noch etwas einkochen lassen. Das fertige Chutney passt dann perfekt zu Brot oder Käse. Und wer es noch einfacher mag, der sollte jetzt gut zuhören. Last but not least, Dattelsirup. Dattelsirup kurbelt den Energiestoffwechsel an und fördert die Verdauung. Deshalb ist es gut für ein Powerfrühstück. Der Dattelsirup hat einen ähnlichen Fructosegehalt wie Haushaltszucker. Wer aber diesen natürlich hergestellten Sirup kauft, bekommt zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoffe, die bakterienhemmend auf den Körper wirken. Auch hier spart man ungefähr ein Drittel an Kalorien im Vergleich zu Rohrzucker. Den Liter gibt es für ca. 13 Euro. Wir mischen Joghurt mit frischen Beeren und geben einen Schuss Dattelsirup dazu. So einfach bekommt man ein leckeres und gesundes Frühstück. Also, Sirup ist nicht gleich Sirup. Wer weiß, was drinsteckt und wie man die Sorten gezielt einsetzt und dosiert, hat mindestens eine super leckere und im besten Fall sogar gesündere Zuckeralternative auf dem Teller.
Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.